Baseline. Leute, was geht? Ja, ist hier und so. Und jetzt abonniert mich erstmal. Weil dann ist alles in Ordnung. Nehmt bitte diesen Anfang mit Humor, denn es ist wieder einmal Zeit für einen sinnlos lustigen Glitch in GTA 5 Online. Und zwar zeige ich euch heute, wie ihr tanzen könnt. Ich habe mir sagen lassen, dass Leute, wenn sie glücklich sind, ab und an vor Freude mal rumhampeln und mal sogar tanzen. Aber auch Leute, die ganz viel Drogen genommen haben. Und wie ihr heute tanzen könnt in GTA, das zeige ich euch. Ihr könnt sogar nicht nur mit eurem Charakter tanzen, nein, sogar mit Autos, mit Panzern, ja, mit ganzen Kipplastern. Erst einmal zeige ich euch hier diesen Ort, ihr habt ihn ja gerade auf der Karte gesehen, von unten. Und zwar könnt ihr euch hier mit dem Rohr meines Panzers einfach in diese Art komische Unterstellplätze von unten so einhaken, dann wackelt ihr rum, wie ihr am Anfang gesehen habt. Oder ihr fahrt einfach mit dem Kipplaster auf gut Glück gegen das Tor gegen und dann packt man sich dahin. Das ist hier links und rechts an diesen beiden Überdachungen machbar. Einfach mit diesen Autos, die groß genug sind, das Dach sozusagen von unten ganz leicht berühren, gegenfahren. Die Feuerwehr kam da etwas unglücklich gegen, die hat es einfach mal in die Luft gejagt. Hier seht ihr gleich nochmal einen Versuch des Kipplasters. Da seht ihr, wie er sich auf einmal hinpackt, backt kurz rum nach oben und unten und auf einmal liegt er auf der Seite. Bei ihm sieht das noch viel spektakulärer aus. Manchmal sehen das die anderen Spieler nicht so spektakulär, aber hier seht ihr jedenfalls, wie das vom Panzer aussieht, wenn man unten mit dem Rohr dieses Dach berührt. Und jetzt zeige ich euch mal, wo ihr am besten gegenfahren sollt, damit ihr so rumwackelt. Am besten genau an die Kante, wo es gerade der Monster Truck gemacht hat. Dann ein bisschen weiter, dann bleibt ihr mit viel Glück noch hängen und dann sieht das so aus. Und mit dem Panzer auch nochmal von oben. Hier sehen wir jetzt, wie wir leicht rumvibrieren auf dem Dach. Bei den anderen sieht das zum Glück spektakulärer aus. Da wackeln wir richtig, wippen wir sogar hin und her. Und dann können wir uns auch gleich, hier seht ihr nochmal, nachdem sich hier die ganzen anderen Autos reingebackt haben, mit etwas Glück auch wieder nach unten bewegen. Also man hängt da drin förmlich fest und man bewegt sich manchmal, wenn man sogar oben auf dem Dach einfach bei sich selbst nichts feststellt, bei anderen Spielern richtig doll rum. Und somit könnt ihr auf alle Fälle richtig viel Spaß haben. Auf alle Fälle auch mal eine Sache, wenn man Freunde beeindrucken möchte und um gegen die Langeweile anzukämpfen. Wenn euch dieser sinnlose Glitch gefallen hat, würde ich mich natürlich über eine positive Bewertung freuen und über den einen oder anderen neuen Abonnenten für die täglich besseren Glitches umso mehr. Dann hoffe ich nur noch, dass wir uns im nächsten Video sehen. Bis dahin, euer Jaas.